Ich bin hier auf dem Ausstellerparkplatz der CNT in Stuttgart. Den möchte ich besuchen. Alle Tage, also 11. bis 19. Januar hier in Stuttgart auf dem Messegelände. 10 fette Hallen voller Vanlife, Camper, Wohnwagen, Kastenwagen, alles mit dabei. Und jetzt gucken wir uns jetzt mal an die Tage. Hier kommt ein kleiner Zusammenschnitt. Seite kriege ich ganz viele Zuschriften, wo ich merke, das ist gar nicht so. Man kann so einen Camper noch viel, viel mehr benutzen und genau um das geht es heute. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß auf der Messe. Ja, vielen Dank für die Masten abzufahren und die Telefonleitungen abzufahren durch die Wälder. Die hatte eine andere Kabine drauf, die hatte einen Dieselmotor schon drin und 2x300 Liter Tanks. Unsere Eltern fanden das nicht so witzig. Wir haben gedacht, naja, wird schon gehen. Und es ging. Es war tatsächlich die Grenze, die uns am allerwenigsten Probleme bereitet hat. Los, die Vans and Friends Wohnzimmer Blogger Night. Wir lassen den ersten Abend ausklingen mit cooler Musik. Geil, ne? Guten Morgen. Heute war es echt kalt, so minus 5 Grad. Aber dank Standheizung ist das alles sehr gut hier. Im Messegelände ist immer schön. Da gibt es auch Strom, kann man sich an Strom anschließen. Und somit ist es gar kein Problem, die Standheizung die ganze Woche durchlaufen zu lassen. Regelt sich herunter. Ja, heute Messetag 2, Sonntag. Mal gucken, wie doll der Ansturm heute sein wird. Ja, ein neuer Tag auf der Messe beginnt. Schauen wir mal, was heute so los ist. Bis dann. Gute Frage. Ja, wir sind keine Aussteller, sondern wir sind eine Anlaufstelle für euch. Das Vans and Friends Wohnzimmer in Halle 10. Wir bringen so ein bisschen Pep in die ganze Vanlife-Halle und haben Vorträge, wir haben gemütliche Sitzgelegenheiten. Vielen Dank, dass ihr hier seid, dass ihr hier bleibt und viel Spaß bis heute Abend. Alles Gute. Wir sind Tascha und Patrick, zusammen funktionieren wir als Patascha's World. Wir sind zwei Vollzeit-Reiseblogger aus Luxemburg. Und hatten bis 2016 eigentlich noch keine Ahnung, was der Begriff Vanlife eigentlich heißt. Ist doch
alles scheiße hier. Der Stellplatz war hässlich, es war voll mit Leuten und ja, hinter uns war irgendwie so eine abgewrackte Kirmes. Damals hatten wir auch noch keine Ahnung, was, wie kocht man Kaffee im Van. Und wir hatten das Geschirr von Oma einfach mal mit. Das war Silberbesteck, was wir dabei hatten, mit Kaffeefilter drauf. Und es hat sich rausgestellt, das war blöd. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Geht natürlich auch eine Nummer größer. Weltreisefahrzeuge und Expeditionsmobile findet man hier auch auf der CMT. Krasse Dinger dabei, guck mal. Einen tollen Wettbewerb. Vans & Friends Wohnzimmer macht einen tollen Video-Wettbewerb, für den wir heute einfach mal aufrufen wollen. Jeder, der eine Kamera hat, kann in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5 bis Mittwoch ein Video seiner Wahl machen. Egal wie. Ich wollte eigentlich nicht, dass er sagt, aber ich sag's nochmal, ihr könnt auch nackt durch die Gänge rennen, ihr könnt Autos vorstellen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Maximal 5 Minuten. Dann hochladen auf YouTube. Eine kleine Jury von ungefähr 500 professionellen Vloggern wird dann, nein, so viel sind es nicht, wird dann eine Auswahl treffen. Wir küren genau die besten drei. Diese drei, die werden dann nächste Woche genau hier wieder am Samstagnachmittag gezeigt. Die werden wir an hier unseren schönen großen Bildschirm werfen und werden dann von dem Publikum ausgesucht. Und wir sind gespannt, wie viel bis Mittwoch das auf die Reihe kriegen. Na, also ich darf nicht mitmachen, ne? Nein, du darfst nicht mitmachen. Oh, scheiße. Ja, du auch nicht. Also euch noch viel Spaß. So. Der Messetag ist zu Ende. Wieder sehr viel gesehen, mit sehr vielen Leuten gesprochen. Aber anstrengend war es auch. Cool, jetzt gehe ich mal zum Auto und guck, was da so los ist. Noch ein Käffchen machen, was essen und dann mal ab ins Bett. Kommt ruhig näher ran, macht's euch gemütlich, der Tag wird lang genug. Ihr könnt euch hier noch mal ein bisschen entspannen und auch gleich unserem ersten Vortrag lauschen. Die Vanlife Tales DIY mit Wonder Horizons Campertechnik leicht gemacht. Hier gibt es Tipps und Tricks für jeden, der unterwegs ist. Ich glaube ungefähr anderthalb Wochen lang durch jedes Internetforum getobt bin und geguckt habe, welche Batterie nehme ich. Die häufigsten Verbraucher im Campervan. Das kennen wahrscheinlich die meisten. Mittlerweile sind das Smartphones, Laptops an Platz 1. Dann ein bisschen anders als im Kastenwagen. Man muss alles ein bisschen ruhiger machen, ein bisschen langsamer. Jede Sache, die man so bei hat, hat seinen eigenen Platz irgendwo. Also die Kaffeetassen müssen, wenn sie leer sind, gleich wieder weggepackt werden. Wer mehr über uns erfahren möchte, wir sind natürlich auch auf den Social-Media-Seiten unterwegs. Hier sind nochmal so die Kanalnamen. Und für den Fall, dass es noch Fragen gibt, bin ich natürlich hier, noch eine ganze Weile. Also wer Lust hat, kann noch mal auf mich zukommen. Dankeschön. Vielen lieben Dank, lieber Sven. Also macht es bei euch gerne hier weiter gemütlich. So, das war mein erster Vortrag hier auf so einer riesigen Messe. Ich muss schon sagen, war schon ein komisches Gefühl, vor so vielen Leuten hier frei zu reden, gerade weil die Nebenstände hier noch laut Musik haben und der Schallpegel sowieso so hoch ist. Aber das Feedback hat einen ganz schnell wieder runtergeholt. Mir hat Spaß gemacht. Super. In 2 Tagen habe ich noch einen.
Wenn ihr nicht wisst, ob das Camping in einem Bus das Richtige für euch ist, mietet euch doch einfach mal ein. Vielleicht bei Roadsurfer. Van on Track ist wieder vollzählig. Guck mal. Hallo. Yeah. Ciao. Wuhu. So, wir sind jetzt in Halle 7. Die ist vollgestopft mit Zubehör für euren Camper. Und wir gehen jetzt hier mal rum und so ein paar coole Sachen picken wir uns mal raus und zeigen die euch. Hallöchen. Eine Pommes bitte. Ey. Christian und seine Follower. Ja, also wir wollen, wie gesagt, wir wollen nicht Werbung für die Firma machen, sondern dieses Produkt an sich ist eigentlich ganz geil. Und eben kleine Autos haben und braucht man immer was aufs Platz zu bauen. Genau. Irgendwann fängt es an zu klappern. Was Sie jetzt gemacht haben, ist, Sie haben einfach eine Einlied-Mutter genommen als Gegenstück. Damit habt ihr ein Metallgegenstück, das ihr einfach reinlegen könnt und somit das Problem gelöst. Genau. Nach vorne und kann dann die gesamte Tasche einfach rausnehmen und packen. Das heißt, ich muss nicht alle Kleidungsstücke einzeln mitnehmen und nach unten und dann in den Van packen, sondern ich kann es in der Tasche packen und ich packe es dann einfach hier rein. Klack, fertig. Ja? Solche Lösungen sind natürlich auch enorm spitze. Vielen lieben Dank, dass ihr mitgekommen seid und ja, wünschen euch, wie gesagt, jetzt noch sehr viel Spaß auf der Messe. Danke. Mittwoch haben wir den Social Media Award der CMT gewonnen. Das wird einmal pro Tag vergeben. Das ist ein Wanderpokal. Und nachdem man ihn uns dann weggenommen hat, haben wir uns zur Aufgabe gemacht, ihn wiederzuholen. Und jetzt freue ich mich, dass ich ankündigen kann, er ist wieder da. Vielen lieben Dank. Woo!
wartet nur drauf, das spitze Gehör anzuschalten und zu hören, wer am meisten applaudiert. Kommt mal, kommt Ronja hier auf der CMT. Kommt mal mit, ich zeig euch mal den Bus. Vielleicht doch lieber ein andermal. Ja, haben wir schon. Also der erste Sieg. Das ist schön. Also die Jury würde sagen, dass der lauteste Applaus relativ klar war, aber bei dem zweiten und dritten Platzierten. Vielleicht nochmal eine Stichwahl. Ja, da müssen wir noch eine Stichwahl machen. Gut, damit steht zum einen erstmal der Gewinner fest. Es ist das Video von Kompagnon Sven. Das ist sozusagen das Trostpflaster für dein. So, das war's hier von der CMT 2020. Wir hoffen, euch hat der kleine Einblick gefallen und würden uns freuen, wenn ihr uns weiterhin folgt. Ne? Vielen Dank an das Vans & Friends Wohnzimmer und an die CMT. Tschüss, bis bald. Ja.